und herzlich willkommen bei Trichfrei, dem Podcast für Trichotillomanie Betroffene und Interessierte. Ich bin die Maria und heute starten wir mit unserem ersten Themenschwerpunkt, Rückfall und Neustart. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist es zwar ziemlich kalt draußen, aber zumindest scheint die Sonne. Also auf irgendeine Art habe ich einen Lichtblick quasi. Ja, weil momentan ist halt leider wirklich der Wurm drin, sage ich jetzt einmal. Ich hatte einfach aufgrund diverser Probleme und Aufregungen in den letzten Monaten und auch Wochen wieder den Rückfall des Jahrtausends. Okay, das klingt ein bisschen sehr krass, aber auf jeden Fall einen Tiefpunkt, den ich so schon sehr lange nicht mehr hatte. Ich habe ja erzählt in der Einführungsfolge, dass ich seit circa 8 Jahren an Trichotillomanie leide. Und den letzten Tiefpunkt, den hatte ich circa 2012, 2013, so um den Dreh. Also schon vor einer ganzen Weile. Ich habe dann eben meine Methoden für mich entdeckt, die für mich eben wirklich gut funktioniert haben und auch immer noch funktionieren. Was das genau ist, darauf gehe ich, wie gesagt, noch in anderen Folgen natürlich ein. Aber auf jeden Fall so viel dazu nur mal. Ich habe Methoden gefunden, um wirklich eine längere Zeit reisfrei zu sein, also entweder wirklich komplett oder zumindest so gut wie reisfrei zu sein und wirklich diese Trichotillomanie im Griff zu haben. Aber wie das Leben leider manchmal so spielt, kommt's, wenn's kommt, alles auf einmal und man erleidet wieder einen Rückfall. Das hat nichts damit zu tun, dass meine Methoden, die ich eben für mich entdeckt habe, nicht mehr gut sind oder so, aber man wird leider mit der Zeit teilweise schleusig oder undiszipliniert oder was auch immer und geht dem halt nicht mehr so nach und ist dann eben wieder anfälliger für Rückfälle. Ich hatte auf jeden Fall schon mehrmals einen Rückfall in den letzten Jahren, also seit 2012, 13 und jetzt haben wir gerade Anfang 2018, aber in der Form eben nicht mehr so. Gut, was meine ich jetzt persönlich mit Tiefpunkt? Ja? Also ich habe ja schon Bilder gesehen von anderen Betroffenen im Internet, die wirklich schon sehr große und sehr kahle Stellen am Kopf hatten. Und das hatte ich so jetzt zum Glück nicht. Aber schon so weit, dass man wirklich gesehen hat, dass es sichtbar war, dass etwas nicht stimmt. Ich hatte sehr lange Haare, also auf jeden Fall bis unter die Brust. Und am Oberkopf waren sie aber dann doch eher licht oder eben kurz. Und gerade auch die Stirnfransen waren eher so fisselig. Also es war einfach kein stimmiges Bild. Also man hat wirklich gesehen, es stimmt was nicht. Jedenfalls habe ich mir dann gar nicht mehr gefallen. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt, richtig unschön, unweiblich, wenn ich mich im Spiegel betrachtet habe. Ja, das hat natürlich die Stimmung noch mehr gedrückt. Und wenn man gerade in einer depressiven Phase ist, beziehungsweise in einer Phase, in der man gerade eben allgemein mehrere Herausforderungen hat, wo man vielleicht gerade vor wichtigen Entscheidungen steht, nicht weiß, wer man ist, wo man hin will im Leben, etc., dann, ja, ist das natürlich Gift. Also dann ist es, glaube ich, fast logisch, dass wenn man an so einer Störung leidet, leider die Gefahr eben groß ist, dass man wieder rückfällig wird. Und jeder Rückfall tut natürlich weh. Gerade wenn man eine längere Phase hinter sich gebracht hat, in der es wirklich gut gelaufen ist, ist der Schmerz dann umso größer. Dann sieht man sich an und hasst sich direkt selbst.
Also ich hatte das schon, dass ich mich dann wirklich gehasst habe dafür, dass ich das jetzt wieder getan habe. Also dass ich erst recht wieder mir so viele Haare ausgerissen habe, wieder meinen Fortschritt zerstört habe. Das führt zwar natürlich zu nichts, das ist klar, aber in dem Moment, ja, es ist halt leider so, man kommt da eben nur sehr schwer wieder raus aus diesem Gedankenstrudel, in dem man in so einer Phase drinnen ist, leider. Und wirklich gefährlich ist es ja, wenn man dann in so eine, jetzt ist es eh schon egal, Haltung reinfällt, von wegen so, jetzt bin ich rückfällig geworden, jetzt habe ich meine Fortschritte eben eh schon wieder zerstört, warum soll ich jetzt aufhören zum Reißen, ja? Warum soll ich jetzt aufhören? Es ist eh schon egal. Und dann reist man erst recht weiter und sucht sich eben diese Ausrede, um eben weiter reisen zu können. Also ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich meine oder kennst vielleicht ohnehin selbst diese Situation bzw. diese Phase. Was dann noch oft dazu kommt, ist ja, dass man nicht nur sich selbst hasst, sondern die ganze Welt bzw. vielleicht auch bestimmte Personen im Umfeld, die wieder irgendetwas gesagt oder gemacht haben, was ja dazu geführt hat, dass man jetzt wieder einen Rückfall hat. Und ich will das jetzt auch gar nicht runtermachen, weil eben, weil ich das selber auch kenne, ja. Also es hat immer einen Grund. Es kommt nicht aus dem Nichts, dass man an dieser Störung leidet, dass man diesem Zwang irgendwann nachgeht. Es gibt immer einen Auslöser. Es ist halt dann, auch wenn das jetzt wieder so leichter gesagt als getan klingt, aber es kommt immer darauf an, was man daraus macht und wie man damit umgeht. Eine sehr wichtige und entscheidende Erkenntnis für mich war auf jeden Fall schon damals und ist es eben auch jetzt wieder, dass ein Rückfall kein Weltuntergang ist. Rückfälle gehören bei diesem Prozess irgendwie dazu. Es ist ja oft so, dass man gerade erst, wenn man wirklich am Boden ist, wieder den Willen entwickelt, irgendwie etwas anders machen zu wollen. Also ich glaube, man muss wirklich sich selbst schon so am Keks gehen, salopp gesagt, dass man wieder den Hintern hochkriegt und sagt, so, jetzt reicht's, ich verändere jetzt etwas. Und das ist in so ziemlich jedem Lebensbereich, glaube ich, so und eben auch was die Trichotillomanie betrifft. Eine wichtige Erkenntnis ist auch, dass man sich bewusst ist, ja, ich habe diese Krankheit, aber ich bin verantwortlich dafür, etwas zu verändern. Ich bin selbst verantwortlich dafür, etwas zu verändern und es ist meine Entscheidung, reiße ich mir jetzt dieses Haar aus oder reiße ich dieses Haar jetzt nicht aus? Ich weiß, das klingt sehr vereinfacht jetzt oder sehr leichter gesagt als getan eben, aber letztendlich ist es so. Und so banal es auf der einen Seite klingt, so schwer ist es leider, das wirklich zu verinnerlichen. Weil egal, was passiert ist oder was diese Person gesagt oder diese Person gemacht hat, was jetzt der Auslöser für mich war, wieder rückfällig zu werden, letztendlich bin ich diejenige, die auf den Kopf greift und sich das Haar ausreißt. Und dann noch eins und noch eins, bis am Schreibtisch wieder, weiß ich nicht, 20 Haare oder mehr liegen, ja. Und ich dann natürlich wieder geschockt bin darüber, was ich da schon wieder getan habe. Keiner von diesen Leuten, die ich vielleicht auch irgendwo verantwortlich mache oder verantwortlich machen will, geht her und reißt meine Haare aus. Das bin ich. Und darum ist es dann auch an mir, das nicht zu tun. Also das war so mein Gedankengang, der mir da wirklich geholfen hat, einmal ein bisschen aufzuwachen, weil das ist der erste Schritt. Ich kann mich natürlich verstecken und sagen, so, ich habe jetzt diese Krankheit, ich habe diese Störung und das ist ein Teil von mir und ich lebe damit und das wird jetzt einfach immer so sein, akzeptiert das und fertig. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt gesagt, ja, also ich möchte da jetzt niemanden angreifen oder so.
Aber für mich habe ich festgestellt, dass die Trichotillomanie, auch wenn sie da ist, wenn sie eine Krankheit ist, letztendlich ist es ein Verhaltensmuster. Und ein Verhaltensmuster kann ich ändern. Und da auch wieder die Betonung auf dem Ich. Ich kann es verändern und ich habe es in der Hand. Und drum, die Trichotillomanie darf keine Ausrede sein, sie darf keine Blockade für mich sein, weil ich habe es verdient, dass ich mich wohlfühle, ich habe es verdient, dass ich mich eben wieder schön und auch weiblich fühle, dass ich einfach mit mir im Reinen bin. Ich meine, das ist natürlich ein Thema, also Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Da könnte man stundenlang allein darüber reden, ja. Aber letztendlich hängt das natürlich alles zusammen. Und dass man das mal wirklich in seinen Kopf reinbekommt, das dauert. Und egal wie oft man das jetzt vielleicht so hört oder schon gelesen hat und sich denkt, ja, bla bla, ist eh klar und ja, Binsenweisheit. Die einfachsten Sachen sind oft am schwersten. Und das ist da eben auch. Also kurz gesagt, ich denke, dass der erste Schritt nach einem Rückfall wirklich ist, sich zu sagen, ja, ich habe einen Rückfall, eben weil ich an dieser Krankheit leide, aber es ist kein Weltuntergang und auch wenn ich nichts rückgängig machen kann, ich habe es in der Hand, es ab sofort besser zu machen. Ich kann mich das nächste Mal, wenn ich auf den Kopf greife, mich dafür entscheiden, dieses Haar jetzt nicht auszureißen. Also eben diese innere Einstellung einmal, dieses Akzeptieren, ohne stecken zu bleiben quasi, das muss einmal da sein. Und was dann auch enorm wichtig ist, ist, dass man einen Grund hat, warum man reißfrei sein will. Man braucht ein Ziel. Und zwar wirklich ein konkretes Ziel. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich möchte halt ab sofort mir nicht mehr die Haare ausreißen. So aller Neujahrsvorsatz, ich will mehr Sport machen oder so, ja. Das wird alleine nicht genügen. Ich muss mich wirklich fragen, warum will ich das? Und bei mir ist es eben so, dass ich eben sage, ich will mich eben wieder schön fühlen, eben wie gesagt, ich will mich wieder weiblich fühlen, ich möchte wieder schöne Frisuren machen können. Es kann auch ein bestimmter Anlass in der Zukunft ein Ziel sein, zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich möchte wirklich bei meinem Abschlussball oder bei meiner Hochzeit oder ähnliches, ja, wieder wirklich schöne, tolle Haare haben. Oder ich möchte einfach wieder schöne Haare haben, weil es einfach ein Symbol der Vitalität ist. Ich möchte vital wirken und mich auch so fühlen. Und dazu gehören eben auch schöne Haare und gesunde Haare, ja. Also das muss man einfach wirklich so für sich überlegen. Warum will ich überhaupt die Trichotillomanie in den Griff bekommen, ja? Weil zuerst muss es wirklich im Inneren passen, es muss die innere Einstellung passen. Ich möchte jetzt eben auch wieder versuchen, mich damit mehr zu beschäftigen, also mit dem Thema Trichotillomanie an sich, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das einfach hilft, mir das von der Seele zu reden und mich einfach damit zu beschäftigen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Ich denke, es kann mir und eben vielleicht auch dir helfen in diesem Prozess, wenn wir einfach darüber sprechen. Es ist ja oft so, dass es einfach schon enorm hilft, wenn man sich etwas von der Seele reden kann, noch bevor man irgendwelche anderen Methoden anwendet. Und ich möchte auch einfach wirklich zeigen, dass es geht, ja. Also, dass man das in den Griff bekommen kann. Dass es nicht einfach unwiderruflich ist, so Diagnose, du hast Trichotillomanie und fertig. Nein, das ist für mich einfach keine Option. Und ja, wenn ich diese innere Einstellung einmal habe, wenn ich ein Ziel und einen Grund habe und wieder beginnen kann, mich wirklich damit zu beschäftigen,
wieder auch mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir Freude machen, die mir vielleicht schon früher Freude gemacht und geholfen haben. Dann kann ich anfangen mit eben äußeren, unter Anführungsstrichen, Methoden. Dann kann ich anfangen, mich zu beschäftigen mit allen möglichen einfach. Ja. Aber keine Methode von egal wem wird etwas nutzen, wenn ich selber nicht die Entscheidung treffe für mich, dass ich etwas verändern will und wenn der Wille auch nicht groß genug ist. Drum, wie gesagt, man braucht einen Grund und man braucht ein konkretes Ziel. Ich weiß eben für mich selbst, dass ich das Rad nicht neu erfinden muss, sondern ich muss einfach, wie schon erwähnt, den Hintern hochkriegen und die Dinge auch wirklich umsetzen, wirklich tun, die ich mir da diesbezüglich vornehme. Und ich bin sicher, dass ich es dann auch wieder schaffen kann, langfristig die Trichotillomanie in den Griff zu bekommen. Ich weiß, dass ich es schon geschafft habe und darum werde ich es auch weiterhin schaffen und gebe das sicher nicht auf. Auch wenn es mir vielleicht momentan wieder wirklich schlechter geht und alles, aber ja, es wird auch das vorbeigehen, so hoffe ich und so glaube ich es auch. Und ich hoffe einfach, dass auch du nicht aufgibst. Das Ganze ist ein Prozess und geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber man kann jederzeit neu anfangen. Also ich denke, egal wie viele Rückfälle es schon gab, wie oft man sich schon gedacht hat, ja, jetzt ist es eben schon egal und wieder in einem gewissen Selbsthass versinkt. Es ist nicht zu spät. Du kannst eben heute wieder anfangen. Und wenn es wieder nicht klappt, dann da auch dann wieder beim nächsten Mal und so weiter. Das Ganze ist eben ein Prozess und da gehört eben dazu, dass man mal einen Fortschritt macht und dann gibt es eben vielleicht wieder einen Rückfall. Aber dieser Wille zum Neustart, zum immer wieder Neustarten, der ist wirklich extrem wichtig. Und dazu gehört auch, dass man Dinge ausprobiert. Jetzt ist es nämlich natürlich so, dass die Dinge, die für mich funktionieren, jetzt nicht zwangsweise auch für dich funktionieren müssen, ja? Also das ist wirklich allgemein so. Also ich hoffe, dass das wirklich allgemein richtig rüberkommt. Du merkst, ich bin vorsichtig in meinen Formulierungen, weil ich möchte eben niemanden angreifen. Ich möchte mich nicht als Experte oder sonst was darstellen, weil das bin ich nicht, ja. Ich bin einfach eine betroffene Person und möchte eben meine persönlichen Gedanken und Erfahrungen mit dir teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Weil ich einfach hoffe, dass es mir eben selbst natürlich hilft, das Ganze. Und auch, dass es für dich eine Inspiration sein kann. Und Inspiration ist ja nichts Schlechtes. Ich meine, wir schauen uns ja schließlich allgemein irgendwelche Videos an oder hören uns diverse Podcasts an, eben um uns auch inspirieren zu lassen. Und ja, in diesem Sinne glaube ich, war das jetzt eh schon wieder einiges an Input heute. Ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich mitnehmen und dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dann. Tschüss.